Hallo liebe Leute, Schiami hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Dieses Mal als Schurke, das BG hat hier schon angefangen. Ich bin 338 Item Level mit meinem Schurken und ich kann nicht wirklich Schurke spielen. Das heißt, wir schauen uns hier noch kurz die Talente an und dann probieren wir einfach mal, was hier so geht. Ich glaube, wir öffnen gleich mal auf dem Healer hier. Wir geben den einfach mal erdrosseln, machen wir unsere Blutung drauf, dann kriegt er noch ein Kidney, dann ziehen wir hier Smoke Bomb, damit er der Druide von außen nicht mehr heilt. Dann haben wir schon mal den ersten Tod. Den können wir auch gleich debuffen. Den können wir auch gleich finishen. Wunderbar. Ich würde gerne auf den Druiden gehen, der hier heilt. Da ist er. Lol, der steht halt mittendrin. Egal, wir bleeden einfach mal den hier. Und dann schauen wir, dass wir nochmal zum Druiden hinkommen. Vielleicht können wir den gerade... Ich würde gerne nochmal vanishen. Dann silenzen wir den nämlich gleich. Dann kommt beim Bleeding drauf. Dann kriegt er nochmal ein Kidney. Und dann ist er auch schon tot. Okay, den haben wir auch zerstört. Und dann haben wir nur noch den Hexenmeister. Der zieht hier direkt Insignie. Geht in seinen Wall rein. Gut, da brauchen wir nicht mehr wirklich was recht machen. Jetzt zieht hier nochmal seinen Gesu, aber das war es auch schon. Gut, die haben allerdings noch unsere Lore und unsere ist, glaube ich, ist unsere durchgekommen oder ist unsere gestorben? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Wir können auf jeden Fall nochmal schauen. Okay, der ist schon tot, bevor ich überhaupt rankomme. Vielleicht kriegen wir allerdings noch die Base, weil die haben alle vorne spawnen. Und oben wird auch noch einer gekillt. Das heißt, vielleicht können wir hier die Base holen. Schauen wir einfach mal. Als Schurke immer recht angenehm. Wir gehen hier einfach mal stealth. Was deft hier? Hier deft ein Paladin. Wir können den einfach mal zappen, dann tappen wir direkt. Sollte er Insignie ziehen, dann können wir ihn noch blinden, dann muss er nämlich... Oh. Okay. Nein, ich hätte stealthen einfach können. Ich hätte gerade einfach stealthen können. Warum habe ich nicht gestealtht? Okay, das ist nichts gut. Wir machen uns einfach aus dem Staub hier. Debuffen den nochmal kurz und dann zappen wir den einfach nochmal. Das heißt, er hat keine Bubble und er hat noch Insignie, aber wir können blinden halt. Er ist aber gerade deert. Jetzt schauen wir einfach mal. Er will mich gerade aufdecken. Jetzt schauen wir einfach mal. So, wir zappen ihn nochmal. Tappen. Jetzt zieht er eigentlich Insignie normalerweise. Zieht er Insignie? Er zieht keine Insignie. Warum hat er keine Insignie benutzt? Also ich verstehe es gerade echt nicht. Hä? Habe ich schon ein Ding drauf? Habe ich schon drauf. Okay, machen wir einfach Vendetta an. Und jetzt ballern wir rein, was geht. Babbel hat er keine mehr. Er hatte keine Insignie vorher benutzt, oder? Er hat einfach gebabbelt. Ich habe gerade so gewartet, dass ich einfach blinden kann und dann durchtappen, aber er wollte irgendwie nicht Insi usen. Er war da irgendwie strikt dagegen gerade. Bei mir kommt Dick Ink, das kriege ich auf keinen Fall gedefft. Das sind zwei Leute, ein Beastmaster und ein Parler. Da kann ich jetzt schon eigentlich weggehen. Das wird nichts mit Deffen hier. Ich kann einfach ein bisschen wegzappen, aber der eine wird mich dann relativ fix aufdecken hier. Schauen wir einfach mal. Wir lassen den einfach mal tappen. Zappen im allerletzten Zeitpunkt. Dann zappen wir den anderen nochmal. Haben wir jetzt Support? Okay, wir haben Healer hier. Oh, dieser Random Blind. Oh mein Gott. Dieser komplette Random Blind gerade. Okay, wir vanischen hier nochmal. Schauen wir mal, ob wir beim Stealth bleiben. Dann haben wir nämlich die Base hier auch noch eingenommen. Und dann machen wir hier einfach nochmal Finte an. Verringern wir unser Ding nochmal. Geben wir dem nochmal Kidney, weil es der erste, der tappt hier. Dann können wir es nochmal ein bisschen rauszögern. Aber gut, so lange war es jetzt nicht, aber wir haben schon gute Ressourcen bloß gemacht. Wäre nice gewesen, wenn irgendeiner mit oben gedefft hätte. Aber das sind leider alle weggerannt. Wir können, oder wir holen, glaube ich, gerade unten. Das heißt, sie sind alle oben. Im ersten ist Mitte Ink vielleicht. Gut, ich bin halt ein bisschen verwirrt noch mit Schurke. Ich kann halt Schurke echt nicht spielen. Das ist auch der Grund, warum ich nie Schurken-Piggy-Commentary hochgeladen habe. Und der zweite Grund ist, dass wir immer verlieren, wenn ich Schurke spiele. Entweder liegt es daran, dass ich Schurke spiele und immer irgendwo alleine unterwegs bin. Oder es liegt daran, dass wir kein Zerg-Damage haben. Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Keine Ahnung. Aber vielleicht in Zukunft mal ein bisschen mehr Rogue-BG-Commentaries. Wobei Rogue-Point of View ist halt meistens ein bisschen langweilig. Weil wenn ich normal spiele, dann stehe ich halt immer irgendwo und verteidige irgendwo eine Base. Oder gehe halt irgendwo eine Base ganz fix inken oder sowas. Okay, der spielt mit Auto-Insignie. Die gehen auch direkt verteidigen. Ich weiß nicht, warum er den gerade gesappt hat. Um anzukündigen, dass wir nach oben gehen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Das hätte jetzt nicht so viel Sinn gemacht. Hier deft ein Hunter irgendwo. Jetzt müssen wir den Hunter hier finden. Der deft hier. Wir warten, bis unser Krieger hier oben ist, dass er eventuell tappen geht. Der läuft nämlich gerade hier durch, sehen wir hier. Wir warten einfach auf ihn. Und zwar, jetzt gehen wir dem Hunter hier zap. Jetzt lassen wir unseren Ding hier tappen. Oh, jetzt holt er sich in Fight. Das ist nix gut. Jetzt müssen wir den leider killen, da können wir leider nicht dran vorbei. Der geht Shell. Er schickt aber seine Pets auf mich. Das heißt, eigentlich kann er andere deffen, oder? Nee. Ah, er schickt seine Pets hin und her. Der kann sogar seine Pets steuern. Was? Das ist der erste Jäger, den ich sehe, der Pet-Control-Dingen drin hat.
Sonst checkt das nie irgendeiner. Sonst haben immer alle einfach das Pad auf Auto-Attack. Dann stehen die irgendwie hier, wollen hier Ding verteidigen und das Pad ist irgendwo hier drüben in Afrika unterwegs. Finde ich immer sehr, sehr unterhaltsam. Okay, wir gehen auf den Priester, wir warten, bis das Ding durchgecastet hat. Dann gehen wir mit Silence. Dann warten wir, bis Silence aus ist, geben wir ihm Kidney-Shot. Dann machen wir Vergiften an. Können wir nochmal Trinket ziehen. Cloaken hier, falls er viert. Nein, Maki macht gar nichts mehr. Der hat innerlich schon aufgegeben zu dem Zeitpunkt. Da hat er schon keine Lust mehr. Die Lore. Okay, die Lore ist schon tot. Da brauchen wir gar nicht mehr rübergehen. Jetzt haben wir alle drei Basen. Okay, das läuft gerade übergut. Das ist gerade echt nicht schlecht, das BG. Vielleicht kommt hier nochmal irgendwas im Stealth oder sonst irgendwas. Wir stehen immer in so einer gewissen Distanz zur Flagge. Ist halt unwahrscheinlich, dass hier irgendwie eine Flare zu mir hinfliegt, falls ein Hunter durchstealtht. Als wenn ich halt irgendwo direkt in näheren Umgebung stehe. Und außerdem habe ich immer die Zeit, dass ich einfach hinrenne und noch seppe. Außer es kommt als Smokebomb-Tap. Dann wird es ein bisschen tricky, aber da komme ich trotzdem auf die Distanz noch leicht rein. Da haben wir nochmal den Priester. Den können wir eigentlich nochmal fix zerstören. Wir seppen den. Hat der Auto in sie? Nein, hat er nicht. Er drosseln. Fieser Trick. Bleeding. Kidney-Shot. Dann machen wir Vendetta an. Vergiften. Schau mal, will hier zurückkicken. Das war nichts. Wir kicken Sühne. Ich kicke immer lieber Sühne aus Schattenhai. Wobei, es ist situationsbedingt. Sühne eigentlich eher in Arena, wenn er halt nur Schaden damit macht. Aber jetzt wollte er sich halt heilen damit. Egal, das war ein sehr, sehr kurzes BG, wie es aussieht. Ja. Nee, doch nicht. Ist doch noch nicht vorbei. Jetzt wollte ich schon mich verabschieden, aber dann nimmt der Dämonenjäger hier nochmal unsere Lore. Das heißt, wir gehen eigentlich nur noch den Dämonenjäger hier zum Tunnel, weil sobald der stirbt, haben wir einfach automatisch Win, wenn unsere Lore wieder hinten ist. Der hat gerade extrem lucky den Tap noch bekommen. Wobei ich glaube fast, dass wir sogar vorher... Ich glaube, wir gewinnen einfach vorher durch die Ressourcen. Ich glaube, es stirbt gar nicht mehr. Vielleicht kann ich noch openen. Oh, ich fall runter. Okay, zum Schluss nochmal schön blamiert. Nice gemacht, Flo. Ja, gut. Schönes, kurzes BG. War wirklich nicht sehr lange. Wo bin ich überhaupt? Hier. Schaden haben wir nicht viel gemacht. Ja gut, wir haben halt auch nicht viel gemacht. Ja, gut. Lustiges BG. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch trotzdem gefallen hat. Wenn ihr habt, Däumchen nach oben. Wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, habt ihr mir unten in die Kommentare. Vergesst doch nicht, mit meinen Social Media Networks zu folgen. Alle Links mit unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Jetzt habe ich mich fast verplappert. Egal. Oder im Livestream. Bis dahin. Haut da rein. Ciao.